Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Alle bereit? Na, dann kann es ja weitergehen mit der Problematik Lagerkapazität. Sollte heute doch machbar sein, dass wir das Ganze abschließen können. Aber die Bärlichingen nimmt mal Material von Brothausen mit. Da gibt es noch ein paar Steinchen, die du dir einladen darfst. Und der Rest hier nimmt das Übliche wieder mit. Ein paar Bretter für dich und die anderen wissen doch Bescheid. Brauche ich nicht mehr zu erklären, das Ganze. Da ist noch auch noch ein bisschen was übrig. Och komm, die paar Meter wieder. Bringt mich jedes Mal aufs Neue um den Verstand. Das wird unten eingeladen, am Weinweg. Der Fluss mündet noch immer im offenen Meer. Ja, das wird auch weiterhin so bleiben, meine Gute. Da wird sich nichts ändern an der Sache. Und hier noch ein paar davon. Soll's gewesen sein für euch. Da war aber noch ein bisschen was hier unten zu erledigen, oder? Ja, da haben noch... Ne, Moment. Hier nicht. Hier unten. Da hat noch ein bisschen was gefehlt. In Mont-Rousselet. Na hier, Seeharpier, da kannst du doch auch gleich mal die Stahlträger einladen und runterbringen. Soll das dann gewesen sein? Bärlichingen nicht vergessen. Abdrehen, und... Es könnte durchaus gefährlich werden. Ja, dann ist das nichts für mich. Brauchst du gar nicht erst nachzufragen. Dir ist wohl klar geworden, was du zu tun hast. Jawohl, ist mir klar geworden. Und zwar nicht dir helfen, sondern hier bei meiner Thematik weitermachen. Kein Schiff da, dem ich gerade so einen Propeller verpassen kann? Einen habe ich noch. Wer will, wer will? Frachtschiff steht bereit. Na, du schon mal nicht. Na, da wird sich schon irgendwo noch ein Kandidat finden lassen. Hier drüben vielleicht. Kisten unter Deck. Ja, Zigarren. Na, auf jeden Fall. Hier, so ganz ohne Propeller lasse ich dich nicht von alleine. Oh, da waren ja noch sogar ein paar mehr. Hui. Halt. Ja, hier. Na, pass mal auf. Bekommst du den? Und Zigarren. Warte, warte. So schnell bin ich nicht. Du musst noch mal umdrehen. 180 Grad und zurück. Ja, so wird's gemacht hier. Ausgetauscht. Da geht's auch schneller bei dir. Nee, halt. Darfst gern deine Route wieder aufnehmen. Und hier... Oh, jetzt ist der mit den Phonographen einfach wieder abgehauen. Ja, dann bekommt's halt hier der Schnapsfrachter. Nein, halt! Oh, Glühbirn hätte auch noch einen vertragen können. Mensch, sei doch nicht alle so schnell wieder weg. Ach ja, obwohl, ich habe nur noch einen. Hm, naja. Frachtschiff steht bereit! Und den bekommt jetzt die Kohle. Genau so wird das gemacht. Und nun... Wie schaut's aus, Bärlichingen? Schon angekommen in Brothausen? Jawohl. Der Druck im Kessel. Dann eingeladen und weiter geht's. Obwohl. Könnte ich... Tja. Ja, das packe ich mir mal ein für später. Ne? Den Quarnforts, das nehme ich auch mal mit. Und hier, den Kram benötigt ihr doch auch nicht mehr. Sind unterwegs. Leih ich mir mal aus. Ja, was? Wieso stehen da nur zwei Anlegestellen? Oh, da muss ich aber später auch nochmal hin. Abdrehen beginnen! Nee. Das kann schon mal rüber. Und nö, warten brauchst du hier eigentlich nicht. Dann kannst du auch schon mal wieder hier hoch nach Frankfurt. Ja, ich weiß nicht. Pegelt sich das so langsam ein oder pegelt es sich nicht ein? Wohl eher nicht. Muss ich noch mal drüber schauen. Zur Not noch ein paar Frachter dann auf die Handelsrouten mit einfügen. Ach, wird schon, das wird schon. Und in der alten Welt warten ja auch noch viele Inseln, die wir da bebauen könnten. Hier einmal in Longrock noch alles. Kupfer und Eisen, na, ihr wisst Bescheid. Plus Öl. Hier auch noch mal das Ganze. Ne, obwohl, oder? Ja, doch. Hier habe ich nur die Kohle. Na gut. Wenn ich aber einmal gerade hier bin. Na, mein guter Sir Archibald Blake, wie schaut's aus? Gerade gute Laune? Steht zu Diensten.
Ihre Majestät ist nicht zugegen. Nur für den Fall. Und alles mit dem Siegel der Königin. Nö, die zur Majestät wollte ich nicht. Wir könnten doch mal wieder ein bisschen plaudern. Oder magst du mich etwa nicht? Na, werden wir gleich bei deinem Angebot sehen. Das haben wir schon mal besser gesehen. Ja, wo hast du sie denn versteckt? Ihre Majestät benötigt kaum einen Rat. Nun, vielleicht mal hier, mal da. Ich vermute, sie genießt einfach etwas Gesellschaft. Ja, dann bist du bei mir eigentlich aber an der falschen Adresse. Zumindest aktuell. Später vielleicht. Och, komm hier, ich nehme gleich wieder so einen blauen mit. Das geht nicht hier. Doch, geht doch. Ja komm, den einen noch. Da hinten, den in der Kiste, in der verstaubten, mit den drei Löchern drin. Und den verfaulten Blanken. Nee? Stunden später war er immer noch nicht willig, mir diesen letzten Propeller auszuhändigen. Doch war er. Gut, vielen Dank. Neue Befehle? Und jetzt sehen wir uns nicht wieder. Schnauze voll von dir. Ab mit dir, Nardolovny, schön ausgeladen und wieder verteilt das Ganze dann. Das war's aber hier in dem Abschnitt. Dürften sich doch so langsam die ganzen Schiffchen hier unten eingefunden haben, oder? Nö? Oh. Flotte erwartet Befehl. Ach, zur falschen Insel geschickt. Mein Fehler. Aber du kannst doch schon mal das Ganze raushauen hier. Das nehme ich wieder mit. Das darfst du dann mit hochschleppen nochmal. Genau, dahin. Und hier, naja, komm, die paar Sekunden. Da springe ich nochmal schön ins Kühle nass. Schöne Abkühlung zwischendurch. Ach, auch mal was Feines. Halt. Anhalten. Wollt schon schauen, was du da nach oben beförderst. Naja, hätte ich mir auch eigentlich sparen können. Na, aber nun gut. Wieder da oben hin mit dir. Und jetzt geht's hier unten aber sofort weiter. Frachtschiff steht bereit. Jawohl, so sollte das auch sein. So war der Plan. Das wieder rüber, genau. Abdrehen beginnen. Und hier noch ein paar Meter wieder ran, sonst wird das doch wieder nichts mit dem Entladen. Jungs, lernt's doch einfach mal. Wendemanöver. Jawohl. Soll genügen. Einmal, zweimal. Ja, und das hat ja hier nicht weiter funktioniert. Mehr war nicht möglich an dieser Stelle. Dran anhalten. Gut, dann wieder Kommando zurück. Einmal mit den Brettern nach da drüben. Einmal mit den Steinen. Ein bisschen sind abseits hinstellen. Du nimmst wieder Stahlträger, aber vollgeladen, wenn ich bitten darf. Und hier wieder die gute Mischung für unterwegs. Wendemanöver! Jawohl. Und jetzt hier nach Starsburg. Und da mache ich aber hier oben. 70 Steinchen. Ich nehme ein paar Steine noch mit. Und ein paar Fenster bringe ich auch nochmal darunter. Man weiß ja nie. Sind unterwegs. Besser zu viel als zu wenig. Und du bist doch auch gleich schon wieder angekommen. Na ja, wunderbar. Dann, wo geht's jetzt weiter? Ein bisschen muss ich da noch warten. Hier. Schau ich. Oh, hoppala. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Obwohl, steht hier noch irgendwas? Nein. Nichts unterwegs. Gut. Hier sind auch nur noch die Schlachtkreuzer. Und natürlich die paar Linienschiffe da. Jawohl.
Gut, dann ist hier auch alles erledigt. Muss ich halt jetzt wirklich hier warten, bis mal die Frachter ihren Hintern hochbekommen haben und meinen Gang zulegen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Schön, Walross, oder? Jawohl. Hey, hey. Gibt's wieder schön was für die Schiffchen. Naja, so langsam scheint das aber hier so zu laufen, oder? Das Ambiente ist passabel. Ja, ein bisschen besser könnte es schon sein, wenn du mich fragst. Zeitung? Was? Achso, ich dachte schon jetzt. Ach, manche macht mir doch nicht so einen Schreck. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Naja, Propaganda. So ein bisschen, da kann doch niemandem schaden, oder? Da wird doch niemandem schaden. Besser gesagt. Koordinaten eingezeichnet. Ja, hier. Darfst gern abladen. Nicht so untätig herumgestanden. Sehe ich nicht gern. Müssen wir ändern. Fährst du mal da hoch und schaust dir das Ganze mal etwas genauer an. Mehr Druck im Kessel. Ja, da kannst du aber auch ausladen mal. Und was brauche ich da jetzt hier noch? Ein paar Stahlträger. Na, für weitere Frachter? So war das doch. Ihre Geister werden dir folgen. Ja. Kisten unter Deck. Ach, weißt du was? Du bewegst jetzt nochmal deinen Hintern hier runter. Nee, nicht nach Bierburg, sondern an den Weinweg. Genau. Legst da noch die restlichen Ziegelsteine ein und Stahlträger. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das hier reicht. Werden wir sehen. Aber sieht gut aus. Das dürfte heute wirklich zum Abschluss gebracht werden, das Ganze. Ist doch schon mal eine positive Nachricht hier. Hier, wer bist du? Seid ihr wirklich einer? Ach, Tatsache. Kommen sie alle wenigstens in geschlossener... Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Formation. Sind unterwegs. Naja, ich traue dir noch immer nicht über den Weg. Nach all der Zeit hast du mich noch nicht überzeugt. Wendemanöver. Sie haben an Einfluss verloren. Muss ich mich ja doch wieder zu dir bewegen. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ach, komm. Kannst du dir auch sparen, die Meldung. Zum Horizont! Ah, das noch. Und einer ist noch übrig. Ein Kamerad darf das Ganze noch rüberladen. Ja, dann hier mal wieder eins, zwei Stufen ausgebaut. Lagerkapazität 800, also vier Stück noch. Ja, vier Depots. Das ist aber hier, das geht doch. Zweimal, dreimal und viermal. Das auf jeden Fall. Und jetzt aber hier noch Anlegestellen, wenn ich bitten darf. Zwei Stück an der Zahl und da ist doch hier noch Platz an der Stelle und. Ja, vielleicht muss ich das doch mal noch verschieben. Wie sieht's hier unten aus? Die Flammen sind außer Kontrolle. Och, wo denn jetzt schon wieder? Nicht euer Ernst. Was will man machen? Na, da passt doch. Wunderbar. Dann kann das da auch dran. Und schön, schön, schön. Bin ich hier auch bei einer Kapazität von 1000? Hi. Stimmt. Passt. Kann ich weiterziehen. So, was war jetzt hier mit dem Feuer wieder? Wo denn jetzt schon wieder? Kalau! Puh, da ist aber ordentlich was weggefackelt, wenn ich das da so richtig sehe. Leute? Was ist los? Wie sieht's aus mal mit Löschen? Hm? Wäre doch mal eine Idee. Ja, na gut, ihr gebt dann schon Meldung, wenn ihr fertig seid. Hoffe ich doch mal. Halt! Denn hier muss es vorangehen. Bretter, Ziegelsteine. Oh, brauche ich noch ein paar Bretter? Wirklich? Dran anhalten! Bretter, Ziegelsteine. Hier, Stahlträger. Genau. Fenster. Sind unterwegs! Und bei dir bleibt dann noch der Stahlbeton übrig. Tja, hätte ich noch zwei Kandidaten. Lotte bereit. Na.
die ich jetzt wieder nach Granford schicken kann. Und ja, brauche ich doch noch Bretter. Und hier sind keine mehr. Na super. Mehr Druck im Kessel. Nimmst du jetzt wenigstens noch die Ziegelsteine mit und Stahlträger wollte ich auch noch, genau. Ab zur letzten Station. Und ihr drei bitte auch. Hopp, hopp, nach Silus Mia. Das ist immer noch nicht behoben, das Feuer. Gut, dann fahren wir jetzt halt weiter. Na, kommt da wieder ein Besucher vorbei, der sich da niederlassen will? Scheinbar nicht. Neue Befehle? Eieieiei, aber sofort raus damit hier. Da kann sich der Kollege doch gleich bedienen. Einmal für dich hier. Danken brauchst du mir später. Und Arbeitskleidung auch noch. Wunderprächtig. Ein gibt's noch. Dran anhalten. Kostenlos. Greif zu, solange der Vorrat reicht. Tja, wer nicht will, hat schon. Gut, dann halt nicht, dann halt später. Ja nun, wo ist denn hier noch ein freies Schiff? Gerade keins mehr da. Super. Abdrehen beginnen. Komm, dann enttäusch mich du bitte wenigstens nicht. Und bring mir noch ein bisschen schönen Schrott. Wendemanöver. Ich müsste da mal wieder beim alten Nate vorbeischauen. Hab ich schon lange nicht mehr gesprochen, den Guten. Zum Horizont! Na komm. Glück? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Glück oder Pech? Ja, sehe ich. Wende, gern sowas. Dann sofort noch mal hier hoch, wenn es einmal jetzt läuft. Und da schaue ich mir jetzt mal die Problematik hier an. Heieieiei. 4, 5, 6 Ruinen. Na gut, geht noch. Kann man umgehen. Keine Probleme entstanden. Keine weiteren Probleme entstanden. Gut, gut. Dann kann ich ja wieder weg. Und das auch. Ja, wunderbar. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Na, da komme ich doch noch nicht dazu, da unten auszubauen. Ach, wer denn jetzt? Oh, Gerhard Fuchs vom patentierten Augenglas. Beeinflusst die Brillenfabrik plus 50% und ersetzt Ausgangsmaterialien. Statt Messing verarbeitet das Gebäude Holz. Oh, ho, ho. Aber sofort. Ho, ho, ho. Runter mit dir. Neue Befehle? Ja. Und zwar, pass mal auf. Statt Steuer verarbeitet das Gebäude ein. Ja, Moment mal. Bin gerade ein bisschen überfordert, wenn ich das mal so sagen darf. Hier, zuerst mal für die Dampfwagen den schönen Propeller wieder rein. Da habe ich das schon mal aus dem Sinn. Ja, wunderbar. Dann die beiden hier. Und für die Schiffe. Nö. Polizeireviere auch nicht. Das andere muss ich dann mal später in die alte Welt schaffen, für die Vasenmeistereien, Schweinezucht und Co. Da ist noch jemand für die Besucherhäfen, den will ich aber nicht, sondern hier Gerhard Fuchs. Sofort mitkommen. Sachen packen und eingestiegen ins gute Schiff. Ja. Hier unten vielleicht noch. Ah nee, komm. Bald reden. Soll reichen für dich. Ab dahin und du musst jetzt nochmal dich um ein bisschen Bretter kümmern, glaube ich. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, dann schau ich doch mal, ob's reicht. Dich mache ich noch leer. Zum Horizont. Ich auch noch. Nee, du, das reicht nicht.
Da fehlt's wirklich am Holz. Na gut, dann der Kollege ist ja schon unterwegs. Aber fehlt noch was. 100 Holz. Ja, super. Ich fahre lieber schon mal wieder los. Einer kommt hier rüber. Zwecks Stallbarren und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Und der Rest darf wieder in den Heimathafen. Flotte legt ab. Ja, komm, ihr dürft euch auch mal einen Rum an der Taverne genehmigen. Da schaue ich mal nicht hin. Da drücke ich mal ein Auge zu. Was haben wir jetzt hier noch? Ja, wer war das denn? Ja, wer wird das denn wohl gewesen sein? Platzieren darfst du dich schon mal, aber gewürfelt wird jetzt nicht mehr. Wo bist du? Hälfte des Weges, ungefähr. Ja, planen wir das Ganze schon mal. Werden ja wohl wieder so 4 Depots werden. Glaube ich jetzt mal. 1, 2, 3, 4. Und... Nö, falscher Reiter. Einmal hätte ich das gar noch so. Und komm, dann stellt mir hier noch auch. Oh, wirklich? Nö, ne? Nicht möglich. Ich gehe. Oh. Dann mache ich es halt so. Naja, gut. Ja. Uiuiuiuiuiuiui. Ja. Ich brauche wohl doch noch ein bisschen mehr als Bretter. Na, schau mal, da ist doch schon jemand da, der das übernehmen könnte. Dich muss ich gleich unbedingt in die Nähe der Brillenfabrik versetzen. Reinbringen, unterbringen. Weiß schon Bescheid. Ich brauche Fenster, auf jeden Fall, und hier den Rest an Stahlträgern. Da haben wir das doch erledigt. Beidrehen! Wenn die Frachter dann angekommen sind. Ach so, das war die Valros. Ja, sorry, da wollte ich jetzt nicht hin. Mehr Druck im Kessel. Ah. Schiff unter Beschuss. Teilnehmer Nummer 1 angekommen. Freut mich. Freut mich. Fehlt nur noch der zweite. Berufsrisiko. Ja, das muss ich jetzt noch ausbauen. 1, 2, 3, das stimmt. Wir sind schon tot. Träumst wohl. Nicht mit mir, meine Gute. Nicht mit mir. Oh, Steine auch noch. Kisten unter Deck. Wenn man hier wirklich mit so kleinen Mengen hantiert, braucht man sich nicht zu wundern. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ja, ich stehe jetzt aber nicht auf. Dann bring mir den mal hierher, auf dem Silbertablett, wenn ich bitten darf. Zum Horizont! Nicht zu kalt, nicht zu heiß. So wie ich das mag. Naja, dann könnte man ja vielleicht doch ja auf der kleinen Insel dann noch so schnell mal 3 Produktionsketten an Lehm hinsetzen, ne? Da hat man so ein bisschen Ziegelsteine nebenbei, die produziert werden. Verkehrt wäre es nicht. Das kann weg. Und... Frachtschiff steht bereit! Oh, ich dachte jetzt schon. Da ist der, auf den ich warte. Na gut, dann schicke ich dich nochmal hier unterwegs. Ein bisschen rum. Wo ist doch da oben? Noch. Mehr kann man es ja machen. Baldrin! Du bist der, auf den ich warte. Halt! Und... Ja gut, dauert noch. Dann geht's wieder zu... Oh, hier ist ja noch Nebel. Ja, was soll denn das? Also... Puh! Neue Befehle? Und dann geht's wieder zur Expedition. Wollte ich noch sagen. Ja, der Nebel muss weg, also geht ja nicht.
kann ich so nicht stehen lassen, das Ganze. Zum Horizont! Man will mich einfach nicht glücklich stimmen. Kran anhalten! Weg damit! Wendemanöver! Also ehrlich. Und hier noch. Na gut, wie schaut es denn bei euch jetzt aus hier? Frachtschiff steht bereit! Ja. Dann geht's hier unten weiter. Zum Horizont! Ziegelsteine! Gut, das ganze Zeug nehme ich dann jetzt nicht wieder mit. Das bleibt da jetzt einfach mal liegen, ne? Für später. Mehr Druck im Kessel! Oh, dann kannst du dich eigentlich auch schon wieder nach oben bewegen. Genau. Und du, meine Gute? Oh. Wo schickt er mich denn hin? Sind unterwegs! Hier! An die kleinen Felsen da. Schiff unter Beschuss! Na gut, einmal mache ich's noch, dann kehre ich aber auch mit dir wieder zurück. Ja, da ist er doch! Und fertig! Etwas Erleichterung ist zu spüren. Kisten unter Deck! Aber wie sieht's hier oben aus mit Versorgung und so? Ich weiß, was das Beste ist. Und das hier ist es nicht. Ja, ich weiß ja, ich weiß ja. Ach, nee. Stimmt, stimmt. Ich wollte doch noch schauen, ob ich dich hier in der Brillenwerkstatt unterbringen kann. Ich wusste gar nicht, dass ich so produktiv sein kann. Wusste ich auch nicht. Uhren. Ach, wo steht's denn? Komm. Zeig's mir auf diesem Weg. Da ist aber kein Platz. Produziert gelegentlich extra Glas. Ja, nee. Produktivität 35% nur. Puh. Sie zeigen Jing. Meine Hochachtung. Dann kommt aber hier die Hebebühne mal weg. Steht mal fest. Statt Messing verarbeitet das Gebäude Holz. Oh. Das gefällt mir. Bin ich doch jetzt mal gespannt, wenn ich so da auf die Produktion und Nachfrage schaue. Messing. Huh, ordentlich. Hätte ich vorher noch mal schauen müssen eigentlich. Aber nun gut. So geht's ja auch. Ja, lass ich das jetzt hier so laufen oder muss ich irgendwo noch eingreifen und ansetzen? Man weiß es nicht. Na gut. Für heute sind wir ja durch. Es ist geschafft. Endlich. Alle Lagerkapazitäten stimmen. Kontore wurden ausgebaut und Anlegestellen stehen auch. Lassen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen so laufen. Aber für heute sind wir wieder durch. Das heißt, wir schauen zur Expedition und dann war's das wieder. Ich hoffe, Sie sind erfinderisch. Werden wir sehen, mein Guter, das werden wir sehen. Eine Oper im Regenwald. Soweit flussaufwärts wird es zu schmal und zu flach. Warnt sie der Steuermann, Signora Kardinal weiter zu seinem Opernhaus im Regenwald zu begleiten, erscheint zusehends grotesk. Der große Kunstmäzen wirbelt frustriert seinen Schnurrbart. Wollte die Expedition die vor ihr liegenden Schwierigkeiten umgehen, so müsste sie eine nahegelegene Anhöhe überqueren, um den oberen Flusslauf zu erreichen. Na dann werden wir vorsichtig versuchen, die enge Passage zu durchschiffen. Ja. Geschickte Navigation rettet ihr Schiff vor dem tückischsten aller Flüsse. Signor Kardinal zittert am ganzen Leib bei dem Gedanken, dass sein Traum jederzeit wie ein Flussdelfin stranden könnte. Aber dank guter Zusammenarbeit zwischen Vorderschiff und Ruder gelingt es während drei heikler Tage
jegliche Klippe zu umschiffen. Groß ist die allgemeine Erleichterung, als die letzte Windung umfahren ist und sich der Fluss wieder verbreitert. Schön! Keine Probleme auf der Reise. Und damit sind wir auch wieder am Ende der Folge angekommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen? Dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.